Jetzt habe ich noch zwei Termine anzusagen. Der eine, ja, euch geht es ja genauso. Der eine ist eine Kundgebung der Friedensinitiativen am kommenden Samstag um 15 Uhr in Stuttgart am Mahnmal gegen Krieg und Faschismus. Das hat mir gerade der Henning Zierock in die Hand gedrückt. Da geht es um das Thema Ukraine und um den Frieden. Wir wissen ja alle, dass dort Krieg bereits begonnen hat und weiter droht. Und das Thema wird halt sein, die Waffen nieder in der Ukraine, anlässlich einer bundesweiten dezentralen Aktion der Friedensbewegung. Alle, die da hinkommen wollen oder sich weiter informieren wollen, können das bei der Gesellschaft Kultur des Friedens auch nochmal genauer nachfragen. Ein zweiter Termin ist jetzt schon übermorgen am 28. Mai abends um 8 Uhr. Die Anstifter veranstalten eine Lesung oder auch Reflexion und Diskussion mit Michael Wilk, Annette Ohme-Reinicke und Fritz Mielert. Das Thema ist etwas, was wir zu unserer großen Enttäuschung hier auch immer wieder erfahren mussten. Die strategische Einbindung heißt der Titel von dem Buch, von Mediationen, Schlichtungen, runden Tischen und wie Protestbewegungen manipuliert werden. Beiträge, wieder die Beteiligung. Es wird also darum gehen, nochmal genau anzuschauen und sich vielleicht auch dadurch zu wappnen, wie anstelle von Polizei, von Wasserwerfern, von Tränengas raffinierte Methoden der Manipulation angewendet werden, um Bürgerbewegungen wie unsere ins Leere laufen zu lassen und zu entmachten. Kommenden Mittwoch um 20 Uhr im Württembergischen Kunstverein. Herzliche Einladung dazu. Ich habe gerade übrigens noch mitgehört wegen dieser Friedensveranstaltung zur Ukraine, dass offensichtlich ein Flughafen in der Ukraine bombardiert worden ist. Ich habe das nur mündlich gehört und ich weiß auch nicht, was von welcher Seite kam. Ich gebe das aber als Information jetzt einfach nochmal weiter. Ich möchte auch nochmal ganz herzlich darum bitten und daran erinnern, dass zur Finanzierung der Montagsdemos es einfach wichtig ist, dass auch das Geld im Kasten klingelt oder am besten noch raschelt. So, damit ist die Kundgebung hier auf dem Marktplatz in Stuttgart beendet. Unsere Demo-Route ist die übliche, es geht über den Schillerplatz, Schlossplatz, die Bolzstraße rauf, die Friedrichstraße runter, über den Arnulf-Klett-Platz zum Europaviertel und dort vor der LBBW findet dann der Schwabenstreich statt. Dort wird dann auch die Kundgebung aufgelöst. Unter dem Motto, wir lassen nicht locker, werden wir also jetzt wieder am hinteren Ausgang vom Marktplatz uns versammeln. Und als Rausschmeißer spielt uns der Bernd und der Jan jetzt noch ein Lied. Schön, dass Sie alle und dass ihr alle gekommen seid. Bis zum nächsten Mal bei der 224. Montagsdemo am 2. Juni. Offen bleiben!